So, herzlich willkommen hier zu unserem Webinar. Bookmark Let's zur Kontrastprüfung auf Webseiten. Lina Dreyer wird ihre Bachelor-Thesis und die Ergebnisse davon zeigen. Ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Gottfried Zimmermann. Ich bin vom Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Wir werden dieses Webinar aufzeichnen, sodass Sie oder andere Personen es auch später nochmal anschauen können. Ja, zum Thema Kontrastprüfung brauche ich wahrscheinlich gar nicht viel sagen. Wir wissen, das ist gar nicht so einfach. Wir sollten eigentlich Kontraste prüfen, nicht nur so in der Standarddarstellung, sondern auch in verschiedenen anderen Einstellungen, sogenannte Hochkontrastmodi, die uns die Betriebssysteme und auch die Browser zur Verfügung stellen und dann auf Desktop und mobilen Varianten. Und das kann ganz schnell zu einer Explosion werden, wenn man dann alle Sachen durchtesten möchte. Und genau dieses Problem hat Lina Dreyer adressiert in ihrer Bachelor-Thesis. Und sie hat auch Bookmarklets dazu gemacht und schon jetzt ein Hinweis, diese Bookmarklets stehen frei zur Verfügung, zur Nutzung, können Sie also verwenden und sie wird jetzt dazu sagen, was es auf sich hat und wie die Bookmarklets funktionieren und was sie für Ergebnisse bringen. Dann gebe ich an Sie weiter, Frau Dreyer, bitteschön. Genau, also herzlich willkommen von mir. Ich hoffe, Sie können mich hören. Genau, also ich habe im Rahmen meiner Bachelorarbeit eben verschiedene Kontrastmodi aus den Betriebssystemen geprüft und verglichen und am Ende aus diesen Ergebnissen dann verschiedene Bookmarklets zum Testen von Webseiten erstellt. Ich werde einmal kurz darauf eingehen, beziehungsweise ein bisschen genauer auch, wie ich das verglichen habe und auf welcher Grundlage, dass Sie auch verstehen, was da getestet werden kann. Genau, da gehen wir einmal kurz darüber. Was sind diese Einstellungen? Zum Beispiel hier in Windows kann man verschiedene Kontraste, vordefinierte Kontraste einstellen. Da gibt es zum Beispiel einmal den Kontrast Wasser, Wüste, Abenddämmerung und Nachthimmel. Das sind von Windows bereitgestellte Kontraste. Dann gibt es noch Farbfilter, verschiedene Farbfilter für Menschen mit Sehstörungen, mit Einschränkungen. Die können auch ausgewählt werden, so wie zum Beispiel bei Rot-Grün-Schwäche können hier Filter eingestellt werden oder die Farben können auch invertiert werden. Wie man hier schon sieht, es gibt verschiedene Kontraste und Filter. Das arbeiten verschieden, komme ich später aber nochmal drauf zu sprechen. Genau, ich habe im Rahmen meiner Bachelorarbeit mir die vier verschiedenen Betriebssysteme Windows, macOS, Android und iOS angeschaut. Ganz alle konnten wir natürlich nicht abdecken. Wir haben aber versucht, hier schon auch sehr wichtige zu nehmen und die auch im Rahmen der Möglichkeiten waren. Dann sehen wir hier schon mal eine Auflistung der Kontrastmodi, die wir so finden konnten. Es gab noch ein paar mehr, es gab auch noch mehr Filter und noch andere Möglichkeiten, Kontraste zu verstärken, zum Beispiel durch dickere Linien oder ähnliches. Wir mussten uns natürlich ein bisschen einschränken und haben uns hier auf die wichtigsten fokussiert. Das sind jetzt die, die im Rahmen der Bachelorarbeit getestet wurden. Da sehen wir zum In allen Betriebssystemen ist der Tageslichtmodus aufgelistet. Das ist der Modus, in dem, wenn man den Hellmodus für sein Endgerät wählt, alles angezeigt wird. Also der Default-Wert quasi, von dem wir ausgegangen sind. Im Vergleich dazu gibt es noch den Dunkelmodus. Der ist mittlerweile auch relativ beliebt bei vielen. Das ist quasi, dann ist der Hintergrund eher dunkel gehalten. Auch der Browser-Hintergrund zum Beispiel ist dann dunkel und die Browser-Leiste, was nicht beeinflusst wird, wie wir im Rahmen der Bachelorarbeit herausgefunden haben, sind die Webseiten an sich. Also die werden dadurch nicht beeinflusst. Genau. Dann gibt es hier den Invertiert-Filter, der wurde auch für jedes Betriebssystem bereitgestellt und dann sieht man zum Beispiel bei macOS gab es noch die Einstellung Kontrast Mittel, Kontrast Maximal.
Das war quasi eigentlich eine Skala, da konnte man einstellen in verschiedenen Schritten, wie stark der Kontrast sein soll. Da haben wir uns eben auf die zwei Werte konzentriert. Genau. Zum Testen mussten wir natürlich uns auch festlegen, in welchen Browsern wir testen wollen. Da haben wir uns einmal angeschaut, was weltweit eigentlich so an Browsern genutzt wird. Ich habe mir das nicht nur weltweit angeschaut, ich habe mir das auch für verschiedene Länder noch angeschaut. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass Google Chrome da in den letzten Jahren sehr stark vorangegangen ist. Und danach kommen aber eben auch noch Browser wie Microsoft Edge, Mozilla Firefox und Safari. Und es gibt noch ein paar andere, wie Opera, wir haben uns aber auf die vier festgelegt. Google Chrome, Microsoft Edge und Mozilla Firefox haben wir für alle Betriebssysteme verwendet. Safari haben wir nur für iOS und macOS verwendet zum Testen. Da kann ich auch schon mal sagen, wir haben ja eben von Filtern gesprochen und von Kontrastmodi. Und bei Windows hat man festgestellt, diese vier vordefinierten Kontrastmodi verändern an Webseiten auch wirklich was, während Farbfilter, wie der Invertiertfilter oder auch alle Kontrastmodi auf macOS und den mobilen Endgeräten haben sich nur als Filter darüber gelegt auf die Webseite. Die haben an der Webseite an sich nichts verändert. Genau. Und hier kann man dann zum Beispiel auch noch, konnte man auch noch sehen in den Browsern, dass Mozilla Firefox ganz anders reagiert hat als Chrome und Edge im Zusammenspiel mit den Kontrastmodi. Eben in Windows dann, weil es hier ja kein Filter war. Zum Testen habe ich eine eigene Testwebseite erstellt, wo ich eben quasi einen Seitenaufbau hatte, mit immer denselben Modulen, denselben Elementen, denselben Links, auch mit verschiedenen Bildern drin. Der Unterschied an den Seiten ist dann quasi die Definition im Body für Schrift und Hintergrundfarbe. Weil das jetzt ein bisschen schwierig ist, sich vorzustellen, habe ich ein kleines Video mitgebracht. Würde ich einmal kurz abspielen. Genau, also hier sieht man die Webseite, die ist relativ einfach gehalten. Man sieht, es sind Schriftelemente drin, sind farbige Hintergründe drin. Es ist zum Beispiel schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund. Es sind Transparenzen drin, verschiedene Links mit verschiedenen Linkfarben. Farbpattern habe ich mit eingebaut, verschiedene Bilder, Schriftelemente. Und dann eben das Ganze verschachtelt nochmal auf verschiedenen Hintergrundfarben und Bildern. Einfach um zu testen, was die Kontrastmodi bewirken und wie die Auswirkung dann mit verschiedenen Hintergründen ist. Genau, ich habe da einmal kurz durchgeführt. Gleich kommt auch noch kleiner Vergleich zu den anderen Seiten. Man sieht, ich habe die recht lang gemacht, um möglichst viele Variationen abzudecken. Alles ist natürlich nicht vorhanden, war in der Zeit leider nicht möglich. Aber dafür war so eine Grundlage für diesen Test bereitgestellt. Genau. Jetzt bin ich am Seitenende. Einmal noch kleine Umschulung in die anderen Seiten. Da sieht man eben hier oben, es gibt welche mit Hintergrund und Hintergrundfarbe oder keine definierten Hintergrund und Farbe. Und eben diese verschiedenen Variationen habe ich da gemacht. Dass man so ein kleines Bild hat. Ich hoffe, das wird klar. Genau. Jetzt bin ich eine Folie zu weit gesprungen. Ja. Jetzt hat mir das irgendwie. Hier war die Testwebseite, genau. Entschuldigen Sie. Genau. Also mein Vorgehen insgesamt war einmal die Testwebseite erstellen. An dieser Testwebseite habe ich dann die Kontrastmodi getestet, eben jene, die ich eben aufgelistet hatte,
in den verschiedenen Betriebssystemen in den jeweiligen Browsern. Das Ganze habe ich dann versucht auszuwerten, zu vergleichen, wo wird welche Farbe benutzt, wie reagieren die Browser, und habe dann einen Teil davon als Bootmarklets entwickelt. Ein Teil davon, weil ich natürlich nicht für jeden Kontrastmodi in jedem Browser, in jedem Betriebssystem ein Marklet erstellen konnte. Aber zum Beispiel für macOS und iOS habe ich mich dabei auf Safari konzentriert. Chrome und Edge waren vom Verhalten sehr gleich, deswegen konnte ich da die Kontrastmodi für Windows auf jeden Fall umsetzen. Und da habe ich dann noch Firefox mit reingenommen, der da sehr abweichend war als Vergleich, und weil das dann doch ganz gut zu wissen ist und ja auch viel benutzt wird. Und weil die Bachelorarbeit leider nicht ganz ausgereicht hat, um da wirklich alles schön sauber zu erledigen und auch in dem Umfang, wie wir das gerne wollten, habe ich dann für das Kompetenzzentrum da im Nachhinein noch weiterentwickelt und ein bisschen verfeinert. Genau, und auch die Webseite eben ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe auch ein noch sehr wichtiges Bookmarklet entwickelt. Das basiert quasi auf dem der anderen Bookmarklets. Das ist quasi ein Bookmarklet, was eine aktuelle Webseite auf Kontraste prüft. Das Bookmarklet prüft dabei nach den Kriterien beziehungsweise auf Grundlage des BIKBTV-Tests, der ja auf der barrierefreien Informationstechnik-Verordnung basiert. Da sind ja auch Kriterien festgelegt, auf die geprüft werden muss, und die habe ich in dieses Bookmarklet mit übernommen. Die ganzen Informationen finden Sie auch noch mal auf der Webseite für die Bookmarklets, können Sie gerne noch mal nachlesen. ist jetzt ein bisschen viel natürlich. Es geht aber auf jeden Fall darum, ob die Schriftfarben im Kontrast zur Hintergrundfarbe ausreichend ist, ob die Linkfarben auch zum Kontrast zum Hintergrund ausreichend ist und auch im Kontrast zur restlichen Schriftfarbe, oder ob die andersweitig abgegrenzt sind. Wahrscheinlich sind Sie da wahrscheinlich noch ein Ticken besser drin. Sie werden es wahrscheinlich kennen. Weiß ja nicht genau, wer jetzt alles da ist. Genau, aber eben darauf soll das Bookmarklet prüfen. Das betrifft den Kontrast, in dem es aktuell ist. Das betrifft aber auch die Kontraste, für die diese Bookmarklets umgesetzt wurden. Dass man eben sagt, wenn jetzt ein Nutzer den Kontrastmodus im Windows auf Abenddämmerung gestellt hat, dann soll dieses Bookmarklet prüfen, ob alle Elemente genug Kontrast haben würden. Ist das ein bisschen schwierig? Ich habe auch gleich noch mal ein Video, dass man das vielleicht besser versteht. Da würde ich einmal weitermachen. Genau. Ich kommentiere ein bisschen nebenher. Das ist hier einmal die Webseite. Hier haben wir das Checkbook-Marklet, und ein Ticken weiter unten haben wir hier aufgelistet die verschiedenen Bookmarklets. Man sieht hier, in welchem Betriebssystem, welcher Browser. Und hier sieht man, welcher Kontrast das sein soll. Also hier oben auch nochmal aufgeschrieben. Man sieht hier als kleines Beispiel, was passiert, wenn man einen der Kontraste anklickt. Wichtig ist, dass man die Webseite jedes Mal wieder neu lädt. Zum Beispiel bei Tageslichtmodus, der ist nicht dafür ausgelegt, einen Wassermodus zu überschreiben. Also sehr wichtig, dass man die Webseiten nochmal refresht. Genau. Ich habe auch gleich nochmal gezeigt, wie die dann in der Anwendung auf der Testwebseite sind. Man sieht hier für Android Chrome zum Beispiel, welche nicht verfügbar waren, wurden natürlich auch nicht umgesetzt. Und man sieht hier bei macOS wurde es zum Beispiel für Safari umgesetzt. Genau. Also das hier ist jetzt einmal die Testwebseite. Da habe ich zum Beispiel den Tageslichtmodus für Firefox angewendet
Und man sieht zum Beispiel, die Links, die keine Farbdefinition haben, haben sich verändert. Wenn man jetzt Wasser für Firefox anwendet, sieht man, es gibt zum Beispiel Probleme vom Kontrast, Vorder- und Hintergrundfarben. Das ist jetzt aber nur die Simulation von diesem Kontrast an sich. Man sieht, warum ich die verschiedenen Seiten aufgebaut habe, mit verschiedenen Hintergrunddefinitionen. Es gibt auch dann verschiedene Unterschiede, was daraus passiert. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Windows Wasser, Entschuldigung, ich bin noch bei Firefox. Genau. Und Firefox ist eben ein Unterschied. Ich habe das jetzt einmal an den ganzen Seiten gezeigt. Am besten gehen Sie da selbst nochmal drüber, um sich das anzuschauen. Das war jetzt aufgrund vom Hintergrund. Jetzt habe ich einmal noch bei Windows, wenn man da eben an diesen vordefinierten Kontrasten nimmt, dann sieht man, es verändert alles. Die Farben werden alle verändert und die Hintergründe werden alle verändert. Vielleicht kann ich kurz noch hier hinzufügen, was Frau Dreyer jetzt so elegant zeigt. Das braucht ein bisschen Vorbereitung. Also wenn Sie das auch machen möchten, also Bookmarklets sind ja einfach JavaScript-Code-Teile, die als Links verankert sind auf der Website, und in dieser Tabelle finden Sie die verschiedenen Bookmarklets, und die müssen Sie dann einfach als Link reinziehen in Ihre Bookmarkleiste. Und dann irgendeine andere Seite aufrufen, nimmt zum Beispiel diese Test-Webseite und dann diese Bookmarklets anklicken. Ja, aber manche von Ihnen sind wahrscheinlich auch schon vertraut damit. Es wird ja auch ein BitV-Test Bookmarklet verwendet, um Kontraste zu prüfen. Und was wir jetzt aber hier gemacht haben, was Frau Dreyer gemacht hat, geht nochmal darüber hinaus, dass man die ganzen Varianten hier auch verwenden kann und Kombinationen an Einstellungen. Und dann eben noch dieses zusammenfassende Bookmarklet, was im Prinzip alles nochmal Schwachstellen aufdeckt, die irgendwo auftauchen. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Vielleicht wollen es manche einfach parallel mitmachen, dann ist es ganz gut, wenn man weiß, wie es geht. Genau, ich habe am Anfang habe ich die Links zu beiden Seiten in den Chat geschickt. Können Sie gerne öffnen. Ich habe es auch nochmal reingestellt, weil wenn Leute später kommen, dann sehen die das nicht, was am Anfang ist. Ja. Okay. Aber jetzt müssten sie es eigentlich alle gesehen haben. Genau. Genau, ich kann das später auch gerne noch mal live zeigen, wenn da noch Fragen sind. Genau, ich dachte nur, so ein kleines Video ist vielleicht ganz praktisch, um das zu sehen. Ich habe hier auch noch mal den anderen Kontrast mit als Video. Oder bin ich jetzt wieder beim selben? Ich fürchte fast, das hat von vorne begonnen. Genau. Ich habe jetzt gedacht, ich kann dann gerne noch die Sachen genauer zeigen, auch gerne auf Fragen antworten. Es ist ein bisschen schwierig, das gut rüberzubringen, muss ich leider zugeben, weil es doch sehr schwierig ist zu sagen. Also mit dem Vergleichen zu bringen. Aber ich hoffe, Sie konnten da schon mal einen Teil mitnehmen. Ich würde jetzt einmal. Vielleicht machen wir eine kurze Chance, wenn jemand jetzt da noch einfach zum Generellen eine Frage hat, gerne stellen, entweder übers Mikrofon oder über den Chat. Ich werde das dann vorlesen. Weil wir sind natürlich gespannt auf die Demo dann, weil da wird sicher auch manches nochmal deutlich werden. Genau. Okay, Sehe den ich sehe gerade Chat keine leider nicht. Fragen. Dann Okay. legen wir los mit der Demo. Dann einmal so und einmal so. Jetzt müssten Sie die Webseite sehen. Ich gehe hier nochmal auf die Bookmarklet-Webseite. Ich kann auch gerne nochmal vorführen. Also hier ist dieses Bookmarklet hinterlegt. Man geht einfach mit einem Linksklick drauf, bleibt und zieht es hier in die Leiste. Man muss natürlich die Leiste aktivieren für Bookmarklets. Das kann man in den Einstellungen vom Browser machen. Ansonsten geht das natürlich nicht. Oder Steuerung B erscheint dann links die gesamten Bookmarks. Ich weiß nicht, wie es beim App, wahrscheinlich bei macOS vermutlich, was haben wir da, diesen Command B vermutlich. Wahrscheinlich. Ich habe hier nochmal die ganzen Erklärungen.
wie sich zum Beispiel Firefox verhält, warum wir das nicht mit in das Check-Contrast-Modus mit reinnehmen konnten. Da muss ich leider sagen, das hat sich so anders verhalten. Das konnten wir leider nicht so abbilden, dass wir da fehlerfrei testen könnten. Deswegen haben wir das ausgeschlossen und gesagt, wir haben hier die verschiedenen Simulationen für Firefox. Dann muss man leider darauf zurückgreifen. Ich würde das jetzt aber einmal vorführen. Wir haben hier die Webseite. Wir nehmen das Kontrastmodus Bookmarklet. Und dann sehen wir hier, dass Elemente umrandet werden. Ich habe geschaut, je nachdem, welche Farben das Element und der Hintergrund haben, ist die Umrandung entweder rot, blau oder ich war noch eine dritte Farbe. Ebenso, dass man es möglichst gut sieht. wenn man dann über dieses Element hovert, sieht man, wo es ein Problem gibt für dieses Modul. Man sieht hier zum Beispiel im Tageslichtmodus, also in dem aktuellen, ist zum Beispiel der Kontrast von der Schrift auf den Hintergrund nicht gut genug. Macht Sinn, weil es ist schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Invertiertmodus anwenden würde, dann wäre auch eben nicht genug Kontrast vorhanden. Das sieht man dann hier auch zum Beispiel bei den Links. Das sieht man dann, sind gibt für verschiedene Kontrastmodi Probleme. Hier zum Beispiel bei Wasser Chrome gibt es ein Problem. Und zum Beispiel bei Chrome Edge, bei Android wäre nicht genug Kontrast vorhanden. Man sieht aber auch, dass dieser Link nebendran nicht betroffen ist. Das liegt daran, dass dieser Link durch die Unterstreichung, die Hervorhebung eben schon den, also die Abhebung erfüllt, die hier gebraucht wird. Genau, dann sieht man hier, natürlich betrifft es auch andere Elemente. Ach ja, schwarz war die nächste Farbe. Wird eben immer schön ausgegeben, wie der Kontrast auch ist hinten. Hier 1.0 zu 1. Gebraucht wird aber eigentlich eine 3 zu 1 an Kontrast hier für diese Schriftgröße. Man sieht hier auch, hier ist zum Beispiel die Schrift zu klein für den Kontrast. Und so prüft das eben die ganze Seite durch. Wenn man Vielleicht jetzt einfach hier zum. nochmal, Entschuldigung, zusammenfassend, also es werden, glaube ich, drei Arten von Kontrastproblemen gemeldet, gell? Also einmal das ganz klare Schrift gegen Hintergrund, das ist eigentlich das Typische. Da steht dann einfach dann Kontrastwert da, da steht dann irgendwie, vielleicht können Sie es zeigen, nochmal Schrift auf Hintergrund, irgend sowas steht dann. Und dann gibt es ja, genau. Und weiter oben haben Sie mehrfache Fehler. Vielleicht können Sie das auch nochmal oder an einer Stelle. Ist genau hier, wo es mehrfach Fehler gab. Da ist die Linkfarbe zur Schrift nicht genügend Kontrast. Das heißt, man hat hier eine Farbkodierung verwendet, die den Link unterscheidet vom anderen Text, aber diese Unterscheidung ist nicht stark genug. Und dann haben wir noch was hier. Das heißt, da steht ja immer Linkfarbe zur Schrift. Ja, das sind jetzt die zwei Fehler, die hier Es vorkommen. gibt noch Linkfarbe auf Hintergrund. Ich Ja. weiß leider gerade nicht, Also, wo wir das hätten. es wird auch zum Beispiel gemeldet, wenn die Hoverfarbe irgendwo ein Problem machen würde, gell? Ich glaube, wir hatten das hier unten irgendwo bei einem Also Bild. durch dieses Bookmarklet spart man sich halt eine Menge Arbeit. Man muss nicht alles durchprobieren, sondern das macht praktisch alle Kombinationen durch. Mit Ausnahme von Firefox. Das war ein bisschen schwierig. Das haben wir da nicht reingekriegt, weil das sehr unberechenbar ist, das Firefox. Und da muss man dann doch noch von Hand durchtesten mit diesen anderen Bookmarklets, wenn man das möchte. Ich kann einmal noch zeigen, hier auf der Webseite weder Book, also weder Hintergrundfarbe noch Schriftfarbe. Jetzt ist es, glaube ich, weiß nicht, sehen Sie dieses Einstellungsding auch? Ja, sehen wir auch, ja. Ah ja, okay. Hier kommt dann zum Beispiel ein Pop-up-Fenster noch im Voraus.
dass eben auf der Webseite keine Hintergrundfarbe gesetzt wurde und auch keine Schriftfarbe, dass man einfach schon mal direkt gewarnt wird, dass es da eben in verschiedenen Browsern, zum Beispiel Firefox, dann zu Problemen kommen könnte. Es ist nur eine zusätzliche Warnung, aber durchaus ganz hilfreich. Und dann, wenn man da draufklickt, kommen eben auch die ganzen Fehler. Genau. Ich weiß nicht, was jetzt gewünscht ist. Ich kann hier verschiedene, also man kann hier auch zum Beispiel Kontrast macOS, dass es eben sehr starker Kontrast gibt. Oder was wir auch umgesetzt haben, ist der Invertiert-Modus. Der ist eigentlich auch ganz gut zu haben. Genau. Ansonsten Das, finden Sie. ja, Entschuldigung, ich kann noch anfügen, das ist eine Frage mit Nutzern von Screenreadern. Also es geht, aber es ist halt umständlich. Ja. Also das wird angezeigt über das Title-Attribut, weil wir eben nicht den Aufbau der Seite irgendwie verändern wollten, dass sich da nichts verschiebt oder so. Das heißt, es ist einfach nur überlagert. Jetzt müsste man entweder einen Screenreader haben, der das Title-Attribut anzeigen kann. Oder man muss halt über den DOM-Inspektor gehen. Aber ich gebe zu, das ist schon eine Krux, ist nicht ganz so toll. Man kann aber natürlich auch den Code nehmen und zum Beispiel die Seite so verändern, dass es dann wirklich auch angezeigt wird. Aber das wollten wir jetzt nicht. Aber wenn sonst noch jemand eine Idee dazu hat, kann man gerne hier das auch äußern. Also wir sind uns bewusst, Genau. das ist nicht optimal an der Stelle für Screenreader-Nutzer. Das stimmt. Genau, also der Code liegt unter GitHub zur Verfügung. Den kann man auch frei verwenden. Ansonsten haben wir hier den Link zur Testwebseite nochmal mit reingenommen. Und da kann man dann auch einfach nochmal ein bisschen was nachlesen. Genau. Und ist eigentlich auch relativ viel nochmal auf der Seite erklärt. Genau. Gibt es da noch dazu Fragen? Wir können auch Vorschläge entgegennehmen, welche Seite wir jetzt testen sollen. ich habe selber gemerkt, also es gibt eigentlich kaum Webseiten, die da wirklich alles richtig machen. Im BitV-Testverfahren prüfen wir ja nicht so streng, also jetzt alle Modi hier durchprobieren, weil es einfach auch kompliziert ist. Aber theoretisch wäre das dann wirklich das höchste Maß an Barrierefreiheit, wenn alle Modi eben auch so funktionieren, dass genügend Kontrast da ist. Aha, jetzt kommt der Test. Genau, hier sieht man leider, dass das Bookmarklet auch nicht immer ganz hundertprozentig stimmt. Wir haben es eben an dieser Testwebseite getestet. Die Sache ist, Vererbungen sind manchmal ein Thema. Hier sieht man zum Beispiel Schrift auf Hintergrund. Gibt es ein kleines Problem, weil hier die Vererbung wahrscheinlich nicht klar ist vom Hintergrund. Also ich habe wirklich sehr lang dran gearbeitet. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, alles abzudecken. Es wird wahrscheinlich nicht alles abdecken. Aber Also man müsste einfach auch dann nochmal trotzdem von Hand nochmal nachprobieren, ob das genau, aber tatsächlich dass man eben schon mal so so eine ist. Übersicht hat, welche Module ein Problem darstellen könnten. Eventuell kann man ja auch auf der Webseite die Farbdefinition besser nochmal verändern. Ist auch einfach, wenn man eine Webseite neu entwickelt, vielleicht ganz gut, es am Anfang schon mal durchzutesten, bevor man alles fertig hat, um zu sehen, wo man nochmal Korrekturen vornehmen könnte. Falls man schon mal auf Probleme stößt. Okay, gibt es da noch Fragen oder Anmerkungen dazu? Gibt es gerade eine Meldung noch von
Mensch, ja, das ist ein Problem. Ich habe auch kurz in dem Contrast Analyzer parallel getestet, aber da sind etliche Fehler des Bookmarklets konform. Ah, okay. Also das Bookmarklet ist wahrscheinlich ein bisschen übereifrig, wenn ich das recht verstehe. Genau. Muss man. Genau. Also, hallo, Gottfried Seewegger. Ja, hallo Silvia. Na, also für unsere Praxis ist es einfach ein bisschen, ich habe eine ganz normale Webseite ge genommen und da waren irgendwie mindestens 50% nicht zutreffend. Ne? Also jetzt, wenn ich mit dem Kontrastanalyzer messe, und das ist natürlich ein bisschen ein Problem für uns. Ne? Also für die konkrete Praxis brauchen wir ja, wie du auch sagst, diese verschiedenen Kontrastmodule eigentlich nicht zu prüfen. Ne? Deswegen, also ist schade. Ich schaue mir das auch nochmal ein bisschen im Detail an. Ne? Vielleicht gibt es ja noch ein paar Sachen, die man wirklich dann nutzen kann. Aber so jetzt im ersten Schritt hatte ich ein bisschen ein Problem damit. Ja, danke fürs Feedback. Das ist dann auch wichtig, die Schwächen zu sehen. Also wir haben da falsche Positive. Vielleicht noch ein Hinweis, vielleicht kennst du trotzdem die anderen, vielleicht sind die nützlich, um einfach diese Modi auf anderen Genau, Betriebssystemen ich schaue mir das mal an. browsen. Ja. Vor allem auch mit mobilen und so, dann sparen sich da die Genau, Arbeit. ja. Aber gib uns ruhig Feedback, wenn du da auch Fehler findest. Das mit dem Zusammenfassenden, das war irgendwie ziemlich schwierig. Da hat sich Frau Dreyer dann noch lange drum gekümmert, aber es war, ja, es ist nicht fehlerfrei. Sonst Genau, noch also wie. Feedback oder Fragen? Bitte schön. Okay. Ja, Prüfschritt nutzerdefinierte Einstellungen. Das ist ja im BitV-Test drin, nicht in WCAG, dass die eben dann berücksichtigt werden müssen von Browsern. Genau. Und wenn man das in Kombination nimmt mit den Kontrastforderungen, die aus WCAG kommen, dann müsste man eigentlich wirklich auch die ganzen Kontrastmodi testen, was man in der Praxis zurzeit nicht macht. Ja, das stimmt. Das wäre natürlich schon ein riesiger Aufwand und auch würde auch tatsächlich das Webdesign ziemlich einschränken. Was vielleicht noch ganz interessant ist, Firefox hat auch noch mal die Möglichkeit, im Browser Farbeinstellungen zu definieren, die dann auch die Webseite noch mal beeinflussen. Dann hat man den Kontrastmodi noch vom Betriebssystem, eben den Einfluss aus dem Browser und dann noch, was der Browser an sich macht. Stellt ja zum Beispiel die Farbe eigentlich immer auf weiß, auch wenn kein Hintergrund definiert ist. Deswegen, also bei Edge und Chrome, da kann man davon ausgehen, dass es relativ gleich ist, immer die Ausgabe. Aber bei Firefox ist es halt ein bisschen schwieriger. Gut. Vielen Dank an Sie, Frau Dreyer, dass Sie das uns noch nach dem Ablauf der Bachelor-Thesis und so ja, gezeigt haben hier. Sie haben da noch einiges reingesteckt. Vielen Dank. Und wie gesagt, es gibt diesen Stand, wie er jetzt besteht, mit allen Stärken und Schwächen, kann man auf GitHub herunterladen und kann auch selber Räder machen können. Also ich glaube, die Lizenz ist irgendwie Apache 2.0, soviel ich weiß. Ja. Also man darf da alles mitmachen, solange man die Frau Dreyer als Urheberin nennt. Und das Kompetenzzentrum, das steht aber auch dabei. Ja, genau, es kommt noch ein Hinweis, dass dieser Ansatz vielleicht während dem Gestaltungsprozess sehr gut eingesetzt werden kann, wenn man eben sich überlegt, welche Farben verwende ich und welche Einstellungen, ja, das ist eine gute Idee. Als Figma-Plugin, okay, das wäre eine tolle Idee. Ja. Wenn man in GitHub Issues meldet, das könnt ihr natürlich machen. Ich weiß aber jetzt nicht, es kommt immer darauf an, wer sich dann verantwortlich fühlt, das weiter zu machen. Also wir haben halt jetzt auch hier im Kompetenzzentrum keine übrigen Ressourcen für sowas. Ich denke, dass man da dann, wenn es wirklich eine größere Weiterentwicklung ist, müsste man sich irgendwie umschauen, ob man da irgendwo Funding herkriegt für sowas. Wie immer, ist halt so eine Sache. Aber Issues Mail ist auf jeden Fall gut, dann haben wir es auf jeden Fall schon mal.
Und wenn jemand Interesse hat, das Projekt weiterzuführen, gerne entweder ein Fork oder beziehungsweise das Repository kopieren, oder ich kann auch gerne da Leute noch mit reinnehmen, dann die damit helfen wollen. Ja, in diesem Sinne vielen Dank allen, die dabei waren, und viel Erfolg weiterhin beim Testen von Websites. Wir sind noch lange nicht am Ende, wir haben nicht alle Lösungen, aber jedes Mal kommen wir ein bisschen weiter in der Effizienz. Das ist doch toll. Also dann, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.